Hallo, Flavio Simonetti hier. In diesem Video will ich dir zeigen, wie du eine leckere, günstige Mahlzeit mittags zubereitest, ohne großen Zeitaufwand. Vielleicht kennst du folgende Situation. Du bist mittags im Büro oder in der Fabrik und willst etwas essen, aber die Kantine ist nicht wirklich die richtige Wahl. Du weißt genau, auf was du achten willst und musst. Und du weißt, ja gut, die Kantine ist nicht das Richtige, schmeckt jetzt auch in vielen Fällen nicht so gut. Und deswegen willst du dir was Bewusstes holen. Du gehst zum Supermarkt, läufst durch und findest einfach nichts Richtiges. Das gleiche Problem hatte ich nämlich auch und habe mir viele Alternativen überlegt. Es gibt ja die Möglichkeit vorzukochen. Ich selber habe sehr wenig Zeit. Ich habe eigentlich jeden Abend Termine und schaffe es selber überhaupt nicht. Ich brauche schnelle Mahlzeiten, die trotzdem gesund und lecker schmecken. Und deswegen habe ich beim Aldi, ich habe einen Aldi in der Nähe, in Zukunft werde ich auch Videos machen von anderen Discountern, habe ich genau das Richtige gefunden. Und zwar gibt es vom Aldi Tiefkühlessen, das man in der Mikrowelle warm machen kann. Der Vorteil bei dem ist, es ist dampfgegart, man kann es schnell zubereiten, hat eine warme Mahlzeit und es ist wirklich günstig. Das Ganze kostet hier 99 Cent. Es gibt hier zum Beispiel die Kaisermischung. Die ist sehr kohlenhydratarm, würde ich dir empfehlen, wenn du eine Low-Carb-Diät machst oder insgesamt abnehmen willst. Dann gibt es hier die grüne Mischung, die ist auch sehr kohlenhydratarm. Wenn du also eine zweite Alternative suchst, um Mittag oder abends was zu essen, was wenig Kohlenhydrate enthält, dann bumm, hast du hier zwei Alternativen. Dann gibt es drittens die zarte Mischung, die ist auch eigentlich ganz lecker. Jetzt kommen die etwas kohlenhydratreicheren. Ich habe das hier nach Kohlenhydraten geordnet. Das ist die Nudel-Gemüse-Mischung. Die esse ich selber mit am liebsten. Und das ist mein Lieblingsprodukt von der Firma. Die heißt Reis-Gemüse-Mischung. Kostet auch nur 99 Cent. Ist also vom Preis alles gleich. Und ist sehr schnell zubereitet. Das Ganze hier, diese zwei Varianten enthalten etwas mehr Kohlenhydrate. Kann man jetzt dafür empfehlen, wenn man sagt, man macht eine Diät und will nicht zu viele Kohlenhydrate essen. Für Low-Carb-Diäten würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Die enthält ungefähr 30 Gramm pro Packung, die ungefähr 40 Gramm pro Packung, indem man ungefähr weiß, was hier optimal ist. Dann kann es ja, oder kannst du vielleicht sagen, hey Flavio, finde ich ganz cool, was du hier machst, aber die Eiweiße fehlen irgendwie. Ich weiß, du hast vollkommen recht, du kriegst jetzt deine Eiweiße. Und zwar habe ich hier einmal die Variante Thunfisch. Wenn einer sagt, Thunfisch ist nicht so bombig, wenn du es mit diesen beiden Mischungen hier probierst, wirst du merken, schmeckt eigentlich gar nicht so schlimm. Ich empfehle dir die Thunfisch-Variante mit Wasser, nicht mit Öl, denn ja, das Öl dort drin ist nicht so super gut, finde ich jetzt nicht so zu empfehlen. Deswegen hast du hier die Variante mit Wasser. Du zahlst hier ungefähr 1,70 Euro, egal für welches Gemüse du dich entscheidest. Also es ist ein sehr guter Preis, finde ich, für ein Mittagessen oder auch für ein Abendessen, wenn man sagt, man ist auf Diät. Dann gibt es die zweite Variante, das sind hier die Forellenfilets. Die haben 24 Gramm Eiweiß, etwas höher, und das Ganze ist hier etwas teurer. Also ich glaube, es kostet ungefähr das Doppelte vom Thunfisch, aber ist eine gute Alternative zu dem normalen. Dann habe ich hier noch die Partygarnelen, die sind preislich am teuersten von den drei, aber auf jeden Fall mal gut geeignet, um eine Abwechslung in das Ganze reinzubringen. Wenn man das mit einem Gemüse isst, kommt man auf 3 Euro und ist immer noch günstiger als in den meisten Fällen in der Kantine und vor allem auch gesünder. Also die kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Der Eiweißgehalt liegt ja auch bei knapp 20 Gramm. Wenn du sagst, oh, Fisch ist nicht so mein Ding, okay, habe ich noch eine Alternative für dich. Das ist hier der Schinkenbraten. Der enthält natürlich viele Stabilisatoren und ja, Dinge, die das Fleisch haltbarer machen. Ich empfehle jetzt nicht, dieses Fleisch jeden Tag zu essen. Ich sage, dreimal die Woche wird absolut reichen. Der Eiweißgehalt ist ja auch relativ hoch, weil das Ganze etwas fettärmer ist. 20 Gramm kostet ungefähr 1,50 Euro, ist aber vom Schinkenart her mit am besten beim Aldi. Wenn du jetzt sagst, Flavio, ich glaube, du hast keine Ahnung vom Fitness, sind viel zu wenig Kohlenhydrate für den Muskelaufbau, reicht das überhaupt nicht. Okay, du hast vollkommen recht. Du kriegst hier noch deine Reiswaffeln dazu. Die Reiswaffeln, die kosten, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was die kosten, aber die sind auf jeden Fall, glaube ich, werden ungefähr 1 Euro kosten.
Ist immer noch sehr günstig, die kannst du mit anderen Sachen dazu essen. Schmeckt eigentlich ganz gut. Kann ich dir empfehlen, wenn du sagst, du bist in der Massephase, dann hol dir die Reiswaffeln dazu. Oder es gibt beim Aldi auch Vollkornbrot mittlerweile. Deswegen hast du hier alles dabei, was du brauchst, um Muskeln aufzubauen. Das ist an sich eine günstige Variante. Du kannst schnell essen und hast eine warme Mahlzeit. Das finde ich immer sehr wichtig, dass ich eine warme Mahlzeit mittags habe. Du kannst also das Ganze kombinieren, wie du willst. Ich hoffe, dir mit dem Ganzen etwas geholfen zu haben. Nächste Woche bekommst du ein Video, wie wir das Ganze mit Lidl-Produkten einfach anschauen, was dort so geht und wie du das da in deinen Alltag integrieren kannst als Bodybuilder. Ich hoffe, dir etwas geholfen zu haben. Wenn du noch mehr Muskelaufbautipps von mir sehen willst, also wie man Muskel aufbaut, was man achten soll, dann kannst du auf natural-bodybuilder.de gehen oder du stellst mir Fragen unter facebook.com/flavioni. Ich würde mich freuen. Mach's gut, dein Flavio Simonetti.